хорошо. Я лучше буду говорить по-русски. Herr Ministerpräsident, nach der Eskalation in Georgien sieht das Bild in der internationalen Öffentlichkeit so aus, damit meine ich Politik, aber auch Presse, Russland gegen den Rest der Welt. Warum haben Sie Ihr Land mit Gewalt in diese Isolation getrieben? Was meinen Sie? Wer hat den Krieg begonnen? Die letzte auslösende Attacke war der georgische Angriff auf Sinwali. Die letzte auslösende Attacke. Ich danke Ihnen für diese Antwort. Das stimmt, so war es in der Tat. Wir werden später nachher näher darauf eingehen. Ich möchte nur hervorheben, dass nicht wir eine solche Situation ausgelöst haben. Und jetzt zum Ansehen Russlands. Ich bin davon überzeugt, dass das Ansehen eines beliebigen Landes, das imstande ist, das Leben und die Würde seiner Bürger zu schützen, eines Landes, das imstande ist, eine unabhängige Außenpolitik zu befolgen, in näherer oder mittelfristiger Zukunft in der Welt nur wachsen wird. Und umgekehrt, das Ansehen der Länder, die es sich zur Regel gemacht haben, außenpolitische Interessen anderer Staaten zu bedienen, indem sie sich über ihre eigenen nationalen Interessen hinwegsetzen, ungeachtet dessen, womit sie dies begründen, deren Ansehen wird abnehmen. Das ist alles. Sie haben die Frage trotzdem noch nicht beantwortet, warum Sie die Isolation Ihres ganzen Landes riskiert haben. Ich glaubte, dass ich diese Frage beantwortet hätte. Aber wenn sie zusätzliche Erläuterungen bedarf, dann gebe ich sie gern. Ich bin der Meinung, dass ein Land, in diesem Fall Russland, das die Ehre und Würde seiner Bürger verteidigen, deren Leben schützen kann, seinen völkerrechtlichen Verpflichtungen im Rahmen der Friedenstruppen nachkommt, so ein Land wird nicht in Isolation geraten, was immer auch unsere Partner in Europa oder in den USA innerhalb ihres Blockdenkens reden mögen. Mit Europa und den Vereinigten Staaten geht die Welt noch nicht zu Ende. Und umgekehrt, ich möchte es noch einmal hervorheben, wenn irgendwelche Staaten der Meinung sind, dass sie sich über persönliche nationale Interessen hinwegsetzen können, indem sie die außenpolitischen Interessen anderer Staaten bedienen, dann wird das Ansehen solcher Staaten in der Welt, womit sie ihre Position auch immer erklären mögen, nach und nach zurückgehen. In diesem Zusammenhang möchte ich sagen, wenn die europäischen Staaten die außenpolitischen Interessen der USA bedienen wollen, so werden sie dadurch meiner Meinung nach nichts gewinnen. Und nun zu unseren völkerrechtlichen Verpflichtungen. Laut internationalen Abkommen haben die russischen Friedenstruppen die Verpflichtung übernommen, die friedliche Bevölkerung in Südossetien in Schutz zu nehmen. Erinnern wir uns nun jetzt an das Jahr 1995 in Bosnien. Uns ist gut bekannt, dass die europäischen Friedenstruppen, die aus holländischen Militärangehörigen bestanden, eine der angreifenden Seiten nicht aufgehalten haben und es dieser Seite ermöglicht haben, eine ganze Ortschaft zu vernichten. Hunderte Menschen wurden getötet und in Mitleidenschaft gezogen. Das Problem und die Tragödie in Srebrenica ist Europa sehr gut bekannt. Möchten Sie etwa, dass wir ebenso gehandelt hätten, dass wir weggegangen wären und damit den georgischen Militäreinheiten ermöglicht hätten, die in Zinwali lebenden Menschen zu vernichten? Herr Ministerpräsident, Kritiker sagen, Ihr eigentliches Kriegsziel war gar nicht nur, die südossetische aus Ihrer Sicht Bevölkerung zu schützen, sondern zu versuchen, den georgischen Präsidenten aus dem Amt zu treiben, Georgien weiter zu stabilisieren. Warum? Um den Beitritt Georgiens über kurz oder lang in die NATO zu verhindern. Ist das so? Dem ist nicht so. Das ist eine Verdrehung der Tatsachen. Das ist eine Lüge. Wäre dies unser Ziel, dann hätten wir wahrscheinlich diesen Konflikt begonnen. Aber Sie selbst haben doch gesagt, dass die georgische Seite diesen Konflikt begonnen hat. Ich erlaube mir nur, auf einige jüngste Geschichtsfakten hinzuweisen. Nach dem nicht legitimen Beschluss über die Anerkennung von Kosovo haben alle erwartet, dass Russland die Unabhängigkeit und die Souveränität von Südossetien und Abchasien anerkennen wird. So war es doch. Alle haben eine solche Entscheidung Russlands erwartet. Und das moralische Recht dazu hatten wir, aber wir haben dies nicht getan. Wir haben uns mehr als zurückhaltend verhalten. Ich will dies nicht kommentieren. Wir haben diese Entscheidung wahrhaftig hinuntergeschluckt. Und was haben wir dafür bekommen? Eine Eskalation des Konfliktes, den Überfall auf unsere Friedenskräfte, den Überfall und die Vernichtung der Zivilbevölkerung in Südossetien. Ihnen sind doch die Tatsachen aus der dortigen Gegend bekannt, die bereits veröffentlicht wurden. Der Außenminister Frankreich war hier in Nordossetien, wo er sich mit Flüchtlingen getroffen hat.
Augenzeugen berichten, dass georgische Militäreinheiten gegen Frauen und Kinder mit Panzern vorgegangen sind. Sie trieben die Menschen in Häuser und verbrannten sie lebendigen Leibes. Und als georgische Soldaten in Tskhinvali anmarschiert waren, dann haben sie sozusagen im Vorbeigehen in Keller, in denen sich Frauen und Kinder versteckt haben, Granaten geworfen. Was ist das, wenn nicht Völkermord? Nun zur georgischen Führung. Menschen, die ihr Land in eine Katastrophe gestürzt haben, die Führung Georgiens selbst hat mit ihren Handlungen die territoriale Integrität und Staatlichkeit Georgiens untergraben. Solche Menschen dürfen, nach meinem Dafürhalten, natürlich an der Spitze keines Staates stehen, egal ob das kleine oder große Staaten sind. Wären sie anständige Menschen, dann hätten sie selbst sofort zurücktreten müssen. Aber das ist, Herr Präsident, Ministerpräsident, das ist nicht Ihre Entscheidung, sondern die georgische Entscheidung. Natürlich, aber wir kennen ja andere Präzedenzfälle. Erinnern wir uns daran, wie die amerikanischen Truppen in den Irak einmarschiert waren und was sie mit Saddam Hussein gemacht haben, weil er einige Dörfer der Schiiten vernichtet hat. Hier dagegen wurden gleich in den ersten Stunden 10 Dörfer auf dem Territorium Südossetiens dem Erdboden gleichgemacht. Gibt Ihnen das alles das Recht, in ein souveränes Land dann nicht nur in der Konfliktzone zu bleiben, sondern darüber hinaus zu marschieren, dieses Land zu bombardieren an einer ganzen Reihe von Stellen? Dass ich hier vor Ihnen sitze, verdanke ich der Tatsache, dass eine Bombe aus Ihrem Flugzeug 100 Meter rechts von mir in Gori in einem Wohnviertel explodiert ist und nicht da, wo ich stand. Ist das nicht klarer Völkerrechtsbruch, dass Sie ein Land de facto besetzen? Woher nehmen Sie das Recht? Also neben einem Wohnhaus. Natürlich haben wir im Rahmen des Völkerrechts gehandelt. Den Überfall auf die Posten unserer Friedenskräfte, den Mord an unseren Friedensstiftern und an unseren Bürgern haben wir zweifelsohne als einen Überfall auf Russland verstanden. In den ersten Stunden der Kampfhandlungen haben die georgischen Streitkräfte mit ihren Schlägen gleich mehrere Dutzend Soldaten der russischen Friedenskräfte getötet. Sie haben unsere südliche Stellung, dort gab es im Süden und im Norden Stellungen der Friedenstruppen, mit Panzern umzingelt und sie unter direkten Beschuss genommen. Als unsere Friedenstruppen versucht hatten, schweres Kriegsgerät zu mobilisieren, haben die georgischen Truppen das Gradfeuer eingesetzt. 10 russische Soldaten, die noch in den Garagen waren, wurden auf der Stelle getötet. Sie sind lebendigen Leibes verbrannt. Danach hat die Luftwaffe Georgiens Schläge gegen verschiedene Gegenden Südossetiens, nicht in Tsinvali, sondern in der Mitte von Südossetien versetzt. Und wir wurden gezwungen, georgische Feuerleitungsstellen unter Feuer zu nehmen, die sich außerhalb der Kampf- und der Sicherheitszone befanden. Aber dies waren Stellungen, aus denen die georgischen Streitkräfte geführt und von wo aus die russischen Truppen und die Friedenstruppen angegriffen wurden. Aber ich habe Ihnen doch gerade gesagt, dass auch Wohnviertel bombardiert worden sind, weil ich es selbst erlebt habe, sonst würde ich es nicht sagen. Also, kann es sein, dass Sie vielleicht nicht alle Informationen haben? Vielleicht habe ich wirklich nicht alle Informationen und während der Kämpfe kann es auch zu Fehlern kommen. Vor kurzem haben die amerikanischen Luftstreitkräfte in Afghanistan angeblich den Taliban einen Schlag versetzen wollen. In Wirklichkeit aber haben sie mit einem Schlag an die 100 friedliche Menschen vernichtet. Das ist die erste Möglichkeit. Aber die zweite Möglichkeit ist wahrscheinlicher. Die Feuerlenkstellungen, die Luftwaffenlenkstellungen und die Radarstationen hat die georgische Seite manchmal gerade in Wohngebieten untergebracht, um zu verhindern, dass wir gegen diese unsere Luftwaffe einsetzen. Dadurch haben sie die Zivilbevölkerung und auch sie als Geiseln benutzt.